Ja, meine Damen und Herren, im Namen vom Cornelsen Verlag und dem gesamten Team begrüße ich Sie ganz herzlich an Bord. Unsere Flugzeit heute wird genau eine Stunde betragen. Weitere Informationen zu unserem Flug erhalten Sie nach dem Start von unserer Cockpitbesatzung. Bitte vergewissern Sie sich, dass Ihr Handgepäck sicher verstaut ist. Schnallen Sie sich jetzt bitte an und ziehen Sie Ihren Sitzgurt fest. Mein Name ist Reke Licht und gemeinsam mit meiner Kollegin wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt bei uns an Bord. Und damit einen wunderschönen guten Abend an alle. Ja, die Analogie der Reise ist, glaube ich, heute sehr treffend. Ich habe einfach mal in die Teilnehmerliste geschaut und ja, die ganze Welt registriert sozusagen. Und wie es so ist, ja, jede Reise hat einen Start und ein Ziel. Und ja, das Ziel können wir auch auf unterschiedlichen Wegen erreichen. Und unsere Routenplanung hängt davon ab, welche Wege uns zur Verfügung stehen und was die verfügbaren Verkehrsmittel sind. Es ist aber auch so, dass nicht mit jedem Verkehrsmittel wir jeden Weg gehen oder befahren können. Ja, wenn wir das jetzt auf unsere Situation übertragen, dann verhält es sich ein bisschen so, wir sind bis jetzt einen Weg gegangen, nämlich den Weg des Präsenzunterrichts. Und ja, diesen Weg kennen wir sehr gut. Diesen Weg sind wir auch schon oft genug gegangen. Das ist so unser Trampelpfad. Und der Weg ist ein bisschen ausgelatscht. Wir kennen diesen Weg also sehr, sehr gut. Nun ist es aber so, dass es einen Erdrutsch gegeben hat. Und der gewohnte Weg, den wir so gut kennen, der ist im Moment gesperrt. Eine Zeit lang gab es eine Vollsperrung und im Moment, glaube ich, ist es teilweise gesperrt, also unser Weg. Was heißt das für uns? Das heißt, dass wir auf ein neues Transportmittel umsteigen müssen. Und ja, wir müssen jetzt nochmal lernen, wie wir mit diesem neuen Transportmittel fahren können. Wir kennen uns noch nicht so ganz gut aus mit diesem Transportmittel. Das heißt also, wir müssen vielleicht noch mal zur Fahrschule. Ob das jetzt ein Webinar ist oder ein Crashkurs oder ein andere Art von Kurs, auf jeden Fall müssen wir jetzt irgendwie lernen, mit diesem neuen Transportmittel zu fahren, das neue Transportmittel zu bedienen. Das bedeutet also für uns, ja, wir müssen eine neue Route wählen. Und heute geht es darum, wie diese neue Route aussieht. Wo gibt es Ähnlichkeiten und wo müssen wir etwas ändern? Und ja, ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wie Ihr Weg bis jetzt aussieht und aussah. Und deswegen habe ich eine Frage für Sie mitgebracht. Und die Frage lautet: Vor welchem Hintergrund besuchen Sie denn das Webinar? Und Sie haben hier zwei Möglichkeiten, also eigentlich drei, aber zwei interessante Möglichkeiten. Unterrichten Sie dann schon online oder Sie haben erst vor, online zu unterrichten? Also heute geht es, wie gesagt, darum, wie wir auf diesem neuen Weg, auf dieser neuen Route uns zurechtfinden. Und ja, wie Sie auch sehen können, ganz viele unterrichten schon online, einige noch nicht. Also einige haben schon den ersten Teil der Reise hinter sich. Andere haben das erst vor. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Super. Klasse. Okay. Sehr gut. Also, unsere Reise hat vier Etappen. Also die Reise geht weiter für all diejenigen, die schon auf diesem Weg sind. Und für diejenigen, die erst anfangen möchten, möchte ich auch diese vier Schritte, diese vier Etappen auch vorstellen. Ja, die vier Schritte, die vier Etappen sind erstens einmal Planung. Da sitze ich erstmal
da vor meinem Plan, quasi vor meiner Karte und versuche so herauszufinden, was dann so der richtige Weg, der richtige Ablauf sein könnte. Ja, Schritt 2 bedeutet, ich versuche mal meinen Rucksack, meinen Koffer zu packen und bereite mich auf die Reise ganz konkret vor. Und Schritt 3 bedeutet Durchführung. Das heißt, ich möchte die Reise antreten. Und Schritt 4, ankommen. Ich bin am Ziel. Ich blicke vielleicht auch zurück und halte auch Ausschau. Es geht vor allem hier darum, wie sicher ich am Ziel ankommen kann und wie sicher ich das Ziel auch erreichen kann. Und jetzt ist die Frage, welche Route ich nehme. Wir fangen an mit der Planung. Also die Frage ist, ich muss jetzt erstmal berücksichtigen, wie ist das Wetter, wie ist die Wetterlage, welche Route nehmen wir. Und ich muss auch vielleicht beachten, dass auf dieser Route Korrekturen zwar möglich sind, aber vielleicht nicht so einfach sind wie in einem Präsenzunterricht. Jetzt ist die Frage, womit fange ich an? Also Schritt 1, Planung. Um planen zu können, muss ich erstmal wissen, wer überhaupt meine Zielgruppe ist. Und ich muss natürlich auch wissen, was mein Ziel ist und wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Das heißt auch, wie lange der Kurs dauert. Das heißt aber auch, wie viele Unterrichtsstunden am Stück habe ich denn zu unterrichten. Das heißt, also ich muss ganz genau wissen, was mein Ziel ist. Was will ich denn in meinem Unterricht erreichen? Das sind diese sogenannten, wenn Sie sich das als ein Dreieck vorstellen, das sind so diese 3Z-Dreieck. Ziel, Zielgruppe und Zeit. Dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass ich die Materialien definiere. Welche Materialien nehme ich denn in meinem Online-Unterricht und wie kommen überhaupt diese Materialien in mein sogenanntes virtuelles Klassenzimmer? Dann muss ich auch diese Materialien besorgen. Wo finde ich die Materialien? Mit welchen Materialien kann ich denn arbeiten? Also ob das jetzt Cook ist oder der Unterrichtsmanager oder die PagePlayer-App oder meine Präsentation. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass diese Unterlagen, dass diese Materialien in mein virtuelles Klassenzimmer kommen. Und ich muss natürlich, wenn ich selber Materialien erstellen möchte, dann muss ich diese Materialien vorbereiten. Dabei ist es auch ganz wichtig, dass Sie auf die Optik achten. Das nämlich, was Ihre Kursteilnehmer, Ihre Kursteilnehmerinnen dann im Online-Unterricht sehen, ist auch ein wesentlicher Bestandteil den Inhalte und dessen, was sie dann auch mitnehmen nach dem Unterricht. Weil die Inhalte, also wir speichern ja nicht nur die Inhalte, nicht nur Texte ab, sondern wir speichern natürlich auch den Kontext, in dem wir lernen, auch ab. Wenn wir im Präsenzunterricht sitzen, im Klassenzimmer, also im traditionellen, normalen, herkömmlichen Klassenzimmer, da haben wir auch noch die unterschiedlichen Gerüche, da können wir auch viel, viel mehr mit unseren 5 Sinnen machen. Im Online-Unterricht, da sitzen wir am Computer und und schauen zu. Deswegen ist auch Optik ein sehr, sehr wesentlicher Punkt dessen, was ich im Unterricht so präsentiere. Das heißt also, wenn ich gegebenenfalls etwas einscannen möchte, dann vielleicht auch darauf achten, dass das nicht irgendwie schief dargestellt wird im Unterrichtsraum, sondern dass dann auch wirklich ansprechend aussieht. Ja, die Organisation ist auch eine Frage. Da ist die Frage nämlich, muss ich mich denn um die Organisation kümmern? Muss ich denn meine Teilnehmer einladen? Das ist nämlich, da muss ich noch daran denken, dass ich die Einladungen verschicke, damit die Kursteilnehmer dann auch rechtzeitig natürlich zur Unterrichtsstunde sich eintreffen können. Dann Technik. Wie sieht das mit der Technik aus? Habe ich denn alles, was ich brauche? Und welche Technik werde ich
im Unterrichtsraum benötigen. Dann muss ich ganz genau wissen, vielleicht noch ein bisschen genauer als im Präsenzunterricht, wie der Ablauf aussehen wird. Welche Elemente, welche Bauteile werde ich verwenden? Womit möchte ich denn arbeiten? Und vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich eine Checkliste erstelle. Und dafür, wie man mit einer Checkliste arbeiten kann, habe ich für Sie hier ein Beispiel mitgebracht aus meinem Unterricht. Sie sehen hier mal 12 Schritte, also es können jetzt natürlich auch weniger oder mehr sein. Das hängt davon ab, wie Sie, also wie Ihr Unterrichtsablauf aussieht. Was Sie hier auf dieser Checkliste sehen, das sind die einzelnen Schritte und das sind dann auch die Unterrichtsphasen. Dazu kommen wir gleich. Außerdem sehen Sie hier auch noch die Aktivitäten. Welche Aktivitäten sind geplant? Und mit welchen Tools sind diese Aktivitäten geplant? Und zum Schluss habe ich dann auch noch so eine Anmerkungsspalte hier für mich da noch vorbereitet, um einfach mal ja einige Anmerkungen für mich, einige Tipps da noch ja mir notieren zu können. Das heißt also, wenn ich in den Unterricht gehe, dann habe ich einen ganz genauen Plan, eine ganz genaue Vorstellung darüber, was ich wann machen möchte und mit welchem Tool. Das ist ein bisschen ähnlich wie auch in einem Flieger oder vor dem Fliegen. Ich habe da auch eine Checkliste. Und Sie sehen schon, das ist der erste Unterschied zum Präsenzunterricht. Da habe ich jetzt andere Tools. Also im Präsenzunterricht habe ich die Tafel, da habe ich vielleicht einen ja, CD-Spieler, da habe ich keinen CD-Spieler, da habe ich ein Umfragetool, da habe ich ein Whiteboard, da habe ich ein Mikrofon und da habe ich eine Kamera. Also das ist schon mal ein wesentlicher Unterschied. Da kommt gerade eine Frage, wie lange dauert der Unterricht in diesem Beispiel, beziehungsweise für wie viele Stunden ist der Plan konzipiert? Das ist eine Unterrichtsstunde von 90 Minuten. Also wir kommen gleich nochmal auch zu diesem Thema. Also wie lange soll, kann, muss eine Unterrichtsstunde dauern. Aber das in diesem Fall, das ist eine Unterrichtseinheit von etwa 90 Minuten. Ja, das zu der Checkliste. Und wir sind auch schon bei Schritt 2. Und bei Schritt 2 geht es um das Thema Vorbereitung. Sprich, ist die Maschine vollgetankt? Sind die Sitze aufrecht gestellt? Sind die Sonnenblenden alle oben? Der Pilotcheck noch die Triebwerke, alle Triebwerke funktionieren, Gepäck wird gerade eingeladen. Das heißt also, ich bin gerade in dieser Vorbereitungsphase. Ja, das Wichtigste vielleicht ist, dass die Technik funktioniert. Das heißt also, ich muss auf jeden Fall die Technik überprüfen. Funktioniert mein Headset? Geht mein Lautsprecher und meine Kamera, funktionieren die alle gut? Am besten, also ich verwende immer ein LAN-Kabel, also ich verbinde mich nicht über das WLAN, sondern über ein LAN-Kabel. Damit kann ich natürlich jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, dass es keine Ausfälle gibt, dass es keine technischen Probleme geben wird, was das Internet betrifft. Aber damit ist schon mal vielleicht sicherer gestellt, dass die Verbindung, also was die Bandbreite betrifft, dass die auch passt. Man sagt, ja, so ungefähr 2 Mbit Download und 10 Mbit Download und 2 Mbit Upload sind so mindestens dafür nötig, dass man so ruckelfrei eine Unterrichtsstunde abhalten kann online. Ja, es ist auch wichtig, dass ich auch gut zu sehen bin in der Kamera. Dazu komme ich dann auch noch gleich. Wenn ich die Technik geprüft habe, dann muss ich die Materialien entweder hochladen. Das kommt darauf an, was für einen Unterrichtsraum ich habe, also welches Klassenzimmer ich besitze oder in welchem Klassenzimmer ich arbeite. Bei Zoom zum Beispiel muss man nichts hochladen, da muss ich einfach nur die Materialien bereitstellen. Also da würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, Ordner zu erstellen, damit ich weiß, wo ich hinklicken muss, wenn ich etwas brauche, wenn ich meine Materialien brauche. Und ansonsten muss ich die Materialien erstmal noch hochladen. Die können auch unterschiedlicher Formate sein, PDF oder eine PPT oder eine MP3-Datei.
Also das ist, hängt wirklich auch vom System ab. Und dann möglicherweise muss ich auch den Raum einrichten. Das ist bei manchen Klassenzimmerlösungen so, dass ich den Raum auch schon vorher einrichten kann. Das heißt, ich kann dann auch das Layout dann auch des Raumes speichern und dann kann ich ganz entspannt eine Viertelstunde früher noch den Raum betreten, wenn ich den Unterricht beginnen möchte. Nicht alle Klassenzimmerlösungen bieten das an, aber bei manchen ist es möglich. Das wollte ich jetzt, das möchte ich mit Raum einrichten. Das meine ich mit Raum einrichten. Also Layout, eventuell auch Breakout-Räume. Jemand hat hier auch das Stichwort Breakout-Raum erwähnt. Das ist bei Zoom auch bei anderen Klassenzimmerlösungen möglich, zum Beispiel auch bei Adobe Connect, diese sogenannten Gruppenräume zu verwenden. Und die kann ich bei Adobe Connect beispielsweise auch vorbereiten. Das heißt, ich kann auch die Breakout-Räume auch einrichten, richtig einrichten. Da schaue ich jetzt nochmal schnell in den Chat. Headset mit Teilnehmer eher unpersönlich und distanziert erscheint, besser ohne. Das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Warum ist das jetzt unpersönlich und distanziert, Headset? Ich würde auf jeden Fall sagen, also wenn Sie vielleicht mal eine größere Gruppe unterrichten, dann werden Sie auch sehr, sehr bald merken, wenn alle ohne Headset mitreden möchten, dass da sehr, sehr schnell ein Echo entsteht. Und da haben Sie ein Problem, da werden Sie sich so oft wieder hören, wie es Kursteilnehmer dann in dem Raum in Anführungsstrichen gibt. Das heißt also, Sie werden ein Echo hören, wo Sie dann nach dem Unterricht denken werden, ich brauche jetzt 2 Wochen Urlaub, weil das so anstrengend ist, diese ganzen Hintergrundgeräusche, die sind eh auch nicht zu 100% zu eliminieren. Deswegen würde ich auf jeden Fall für ein Headset plädieren. Das ist einfach die sicherste Lösung. Da kann ich auch meine Kursteilnehmer akustisch sehr, sehr gut verstehen. Und sie mich natürlich auch. Aber ich gebe zu, das ist immer wieder ein Problem. Also ich spreche das immer in der ersten Unterrichtsstunde an. Ich bitte immer darum, dass meine Kursteilnehmer mit Headset da sitzen und sogar auch im Einzelunterricht sitzen sie mit einem Headset da, weil selbst da auch ein Echo entstehen kann. Das kommt auch auf das Gerät an. Also das kommt darauf an, wie ihr System funktioniert, also wie das Gerät funktioniert, wie gut das ausgestattet ist. Also ich würde auf jeden Fall mit Headset arbeiten. Das ist viel, viel angenehmer. Ja, dann komme ich jetzt noch zum Erscheinungsbild. Das Hintergrund ist auch sehr, sehr wichtig, dass das so halbwegs ordentlich aussieht. Bei manchen Klassenzimmerlösungen, zum Beispiel bei Skype und auch bei Zoom, kann man einen Hintergrund einstellen. Also ich kann auch meinen Hintergrund weichzeichnen, ich kann auch ein anderes Hintergrundbild einstellen. Das heißt also, ich muss nicht das, was hinter mir sonst zu sehen wäre, zu sehen. Viele haben nur Handys. Ja, wenn das sich auf das Headset bezieht, dann kann man ja auch am Handy, hat man ja auch so Ohrenstöpsel, kann man die auch verwenden. Und ansonsten kann man, glaube ich, sogar am Handy dieses Hintergrundbild einstellen, auch bei Zoom, so viel ich weiß. Dann ist natürlich auch eine optimale Bedeutung auch, aber Beleuchtung auch wichtig, dass ich gut zu sehen bin. Ich habe jetzt zum Beispiel, das sehen Sie jetzt nicht, von mir 2 große Lampen. Also ich habe hier jetzt so eine Art Studio quasi eingerichtet, damit Sie mich auch gut sehen und unabhängig davon, von wo das Licht kommt, damit ich auch gut sichtbar bin, gut zu sehen bin. Und dann natürlich auch die Umgebung, also was ist um mich herum. Und vielleicht auch bei den Kursteilnehmern auch darauf achten, dass sie möglicherweise Familienmitglieder auch Bescheid sagen, ich habe jetzt Unterricht, also vielleicht könnte ein bisschen leise sein oder wie auch immer. Wir haben alles Mögliche schon in der letzten Zeit erlebt. Jemand hat gekocht und noch andere Sachen. Also das kriegen wir natürlich auch alles im Unterricht mit. Okay.
Jemand schreibt, nicht vergessen, dass virtuelle Hintergründe nicht ganz perfekt funktionieren und bei Bewegung schwarze Flecken entstehen. Das ist genau so. Das kommt wieder darauf an, mit welchem Gerät ich mich einlogge und welches Gerät das ist und wie das System aussieht. Das ist nicht auf jedes Gerät optimiert. Deswegen vielleicht lieber ordentlich aufräumen und auch einfach den Hintergrund zeigen. Ja, gut, für kostenlose verstehe ich gerade nicht. Ah, Hintergrundsoftware. Ui, also vielleicht kann ja jemand dazu was sagen. Kostenlose Hintergrundsoftware. Okay, Sennheiser schreibt jemand als Headset. Ja, okay, gut, super. Also wenn sie ja auch untereinander sich austauschen. Toll. Ja, da schreibt auch noch jemand, virtuelle Hintergründe sind oft suboptimal. Genau, also da muss man das vorher auf jeden Fall noch ausprobieren. Ja, also es ist eine wie soll ich sagen, eine witzige Sache. Also wenn man da mit Palmen im Hintergrund da so sitzt, aber es funktioniert nicht immer optimal. Also da muss man das unbedingt auch vorher ausprobieren. Und ja, also ich würde vielleicht auch nicht jetzt als Kursleiter jetzt unbedingt auch unter Palmen sitzen wollen im Unterricht. Also ist aber auch ein wesentlicher, ein wichtiger Punkt. Gut, okay. Schritt 1 und 2 haben wir schon und jetzt kommen wir zu Schritt 3, nämlich Start. Wir starten, wir heben ab. Und ja, ich habe erwähnt, es gibt manche Dinge, die anders funktionieren im Online-Klassenzimmer, im Online-Unterrichtsraum, aber es gibt Dinge, die genauso funktionieren. Und eine Parallele ist zum Beispiel, was jetzt den Ablauf betrifft, was die Phasen des Unterrichts betrifft. Und ich habe für Sie heute das Aviva-Modell mitgebracht. Und das Aviva-Modell, das beschreibt die fünf Phasen guten Unterrichts. Und das wird, glaube ich, ja, keine Überraschung für Sie sein. Und hier kommen die fünf Phasen, nämlich für A ankommen. Dann für V Vorwissen aktivieren. Das heißt also, ich muss die Lernenden aktivieren. Ich muss erstmal dann auch ankommen. Ich komme gleich dann auch nochmal zu diesen Phasen. Dann kommt das Informieren. Alles, was mit dem Input zu tun hat, da findet das eigentliche Lernen statt. Dann Verarbeiten für V. Gelegenheit zur Anwendung, zur Vertiefung, zur Übung, zur Reflexion. Und dann auch eigentlich auswerten zum Schluss. Ja, ich blicke zurück auf den zurückgelegten Weg und bevor ich die nächste Wegstrecke vielleicht auch in Angriff nehme. Also, das sind so die Phasen, die auch in einem, ja, in einem Präsenzunterricht auch so sehr ihre Berechtigung haben. Und ich habe diese Phasen noch ein bisschen ergänzt. Ich habe daraus quasi so ein Storyboard gemacht, also so einen dramaturgischen Ablauf gemacht, wie zum Beispiel ein Storyboard im Film. Und ich habe jetzt das folgendermaßen formuliert. Also immer noch diese fünf Phasen von Aviva da vor Augen haltend: Ankommen und Einstimmen, Warm-up. Da muss ich erstmal ankommen. Die Kursteilnehmer kommen aus unterschiedlichen Kontexten in den Online-Kurs. Einstieg, Vorwissen aktivieren, Rückblick auf die Stunde vorher, auf unsere letzte Stunde. Dann kommt mein Input, informieren. Dann muss ich die Information irgendwie auch verarbeiten, einüben. Dann kommt die Anwendung, Transfer. Transferwissen ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Stichwort auch im Online-Unterricht, aber generell im Unterricht. Transferwissen, also nicht nur einfach nur Abfragen, Multiple Choice, darauf gehen wir übrigens nächste Woche ein, auf Test- und Lernerfolgskontrolle und Lernfortschrittsmessung. Dann Auswerten, Reflexion. Ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil, was habe ich gelernt und was tue ich damit, was ich heute gelernt habe? Und dann Cooldown, Feedback vielleicht, da ist noch Zeit und Raum für Fragen und Antworten und schließlich zum Schluss verabschieden wir uns. Das ist natürlich jetzt so, dass ich jetzt nicht zwangsläufig, also jetzt so sauber alle Phasen im Online-Unterricht oder im Unterricht haben muss.
Ist aber vielleicht gut vor Augen zu halten, dass ich diese Phasen, also der Unterricht sollte auf jeden Fall einen dramaturgischen Höhepunkt haben. Es ist natürlich nicht verkehrt, wenn da mehrere dramaturgische Höhepunkte hat, aber einen sollte der auf jeden Fall haben. Und weil ich ja auch schon das Thema kurz angesprochen habe, ich gehe jetzt ganz einfach mal weiter. Wir sind immer noch bei Schritt 3 und bei der Durchführung. Und ich habe hier einfach einige Beispiele für Sie mitgebracht, was man denn in diesen Phasen machen kann im Online-Unterricht. Also damit Sie auch einige Bausteine haben, wie Sie Ihren Online-Unterricht auch konzipieren können. Wie gestalte ich jetzt diese Dramaturgie anders als im Präsenzunterricht? Ja, und jetzt kommen wir wieder auf die neue Route, also auf unsere neue Route. Wir verlassen den ausgelatschten Weg. Wir starten am besten mit einer Interaktion. Was kann das sein? Was kann diese Interaktion sein? Das kann alles Mögliche sein. Denken Sie an nichts Großartiges. Das kann auch eine ganz einfache Frage sein: Wie war dein Wochenende? Wie geht's dir? Und die Kursteilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Statussymbole, also die Symbole im Unterrichtsraum zu aktivieren. Da sind sie, da werden sie schon abgeholt und da kommen sie dann auch langsam in dem Unterrichtsraum an. Sie können im Chat etwas fragen. Sie können einen privaten Chat starten. Sie können eine Umfrage stellen. Sie können, wenn Sie dieses Umfragetool haben, das bieten auch viele Klassenzimmerlösungen an, sogar Skype bietet das an. Zwar nicht also während des Ablaufs, aber vor dem Ablauf mit einer ganz einfachen Frage. Sie sind ganz bestimmt auch super kreativ, so dass Sie dann auch mit einer netten, schönen Interaktion, mit einem Bild, Sie können auch mit einem Bild Musik starten. Das ist alles einfach mal gut für Anstimmung, also einfach für Ankommen. Ja, nach dem Start kommt der eigentliche Einstieg. Und der Einstieg, ich habe hier einfach mal für den Einstieg für das Whiteboard ein Dokument zum Beispiel. Das kann auch ein Bild sein, das was vielleicht mit meinem letzten Thema zu tun hat oder aber auch mit meinem jetzigen aktuellen Thema zu tun hat. Oder vielleicht eine Überbrückung, vielleicht mit beiden Themen was zu tun hat. Das könnte auch der Einstieg sein. Aber vielleicht haben Sie auch andere Ideen. Schreiben Sie sehr gerne auch in den Chat, wenn Sie da auch schon erprobte Mittel haben, wenn Sie Ideen haben, die Sie auch sehr, sehr gut eingesetzt haben, die auch gut funktioniert haben. Ja, und dann sind die meine Kursteilnehmerinnen eigentlich schon bereit für den nächsten Teil, nämlich für den Input. Und das kann wiederum was sein. Mein Input kann ich auf dem Whiteboard darstellen. Ich kann etwas schreiben oder ich kann vielleicht auch eine Präsentation vorbereiten, die ich ja, auf dem Whiteboard oder auf diesen Präsentationsoberfläche darstelle. Dann kann das natürlich auch über Bildschirmteilen funktionieren, wie das bei Zoom beispielsweise, aber bei vielen anderen Klassenzimmerlösungen diese Möglichkeit da ist, also Bildschirmteilen. Da kann ich zum Beispiel aber auch meinen Part abgeben und ich kann zum Beispiel mit einem anderen Kursteilnehmer vereinbaren, dass er den Input macht oder sie den Input macht. Durch Bildschirmteilen, das ist ja auch in diesen Klassenzimmerlösungen möglich. Und ich kann natürlich auch mit meiner Kamera spielen. Ich kann das genauso machen, wie ich das zu Beginn gemacht habe. Ich habe die Kamera absichtlich noch nicht gestartet. Da haben Sie sich noch darauf konzentriert, was Sie hören und nicht darauf, was Sie hören und sehen. Sie können damit auch beliebig spielen. Sie können ja nur Mikrofon aktivieren oder nur die Kamera aktivieren. Es gibt unterschiedliche ja, Möglichkeiten, wie man dann auch solche Phasen auch gut gestalten kann. Und ich habe schließlich da noch eine Phase für Sie, für die Übungsphase. Da können Sie auch die sogenannten Breakout-Räume aktivieren. Was sind die Breakout-Räume? Das sind die Gruppenräume. Die Gruppenräume, wo ich meine Kursteilnehmer genauso wie in einem Präsenzunterricht verteilen kann. Die Gruppenräume kann ich entweder vorher schon definieren, beziehungsweise die Kursteilnehmer aufteilen und einteilen in Gruppen. Oder aber ich mache das im Unterricht und lasse einfach mal das System entscheiden, wer mit wem. Ich kann natürlich auch bestimmen, wer mit wem. Da kann ich vielleicht es auch vorher schon überlegen, dass vielleicht diejenigen, die noch nicht miteinander gearbeitet haben oder die ja
nach unterschiedlichen Kriterien, ich kann die nach unterschiedlichen Kriterien auswählen, wer mit wem dann arbeiten sollte. Aber ich kann auf jeden Fall auch noch Raum dafür geben, dass meine Kursteilnehmer selbst entscheiden können, wer mit wem arbeiten möchte. Das sollten sie auf jeden Fall immer wieder tun. Das ist dieses Soziale. Damit verstärken sie dieses Soziale auch im Online-Unterricht. Ja, und Chat, Sie können den Chat zum Beispiel bei Adobe Connect ist es möglich, dass Sie auch einen Pro- und Contra-Chat aktivieren. Bei anderen Lösungen ist eine Chat, also eine Chat-Oberfläche da. Und Sie können natürlich auch mit dem Whiteboard arbeiten, Gruppenarbeit. Man kann auch Texte erstellen, man kann Übungen, Aufgaben da auch auf das Whiteboard, auf dem Whiteboard auch darstellen. Ja, also da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten. Ich schaue mal schnell in den Chat. Wie kann man diese Umfrage und Multiple-Choice-Tools benutzen? Ich bräuchte die Frage noch mal ein bisschen konkreter. Also meinen Sie jetzt in welcher Phase? Weil die Phasen, die stehen jetzt gerade hier auf der Folie. Also was meinen Sie genau damit? Also wie man die Umfrage und Multiple-Choice-Tools benutzen kann? Dann schaue ich weiter unter Einstellungen. Okay, vielleicht ist das sogar schon die Antwort auf die Frage. Zoom erlaubt die Breakout-Räume. Gibt es andere, die das erlauben? Adobe Connect meines Wissens erlaubt auch die Gruppenräume. Gut, woher kommen die Werkzeuge? Die Werkzeuge, die gibt es, die ich jetzt hier zeige. Whiteboard, Bildschirm teilen, Kamera, Chat, Whiteboard. Das sind alles Werkzeuge im virtuellen Klassenzimmer. Also sind jetzt Klassenzimmerwerkzeuge sozusagen, also keine Web-Tools, die ich außerhalb des Klassenzimmers zur Verfügung habe. Ah, Big Blue Button, okay, vielen Dank. Da gibt es auch Breakout-Räume. Das ist jetzt auch genauso wie es gibt ja auch unterschiedliche Klassenzimmer. Und das eine Klassenzimmer ist super toll eingerichtet und hat mit allem Pipapo, kann ich da meinen Unterricht ablaufen lassen. In dem anderen Klassenzimmer habe ich eine Schiefertafel. Also das heißt, ich kann auch nicht alle Klassenzimmer kennen. Deswegen auch super, wenn Sie hier auch noch Ihre Ideen und Ihre Tipps hier auch noch uns zur Verfügung stellen. Super. Breakout-Räume auf Teams, da kann jemand vielleicht die Frage beantworten, gibt es Breakout-Räume auf Teams? Das weiß ich nicht. Teams will irgendwann im Herbst Breakout-Räume einführen. EduDeb möchte auch demnächst irgendwann Gruppenräume einführen. Ja, gut, was kommt denn da noch? Bitte noch einmal Schritt 1 zeigen, bin zu spät gekommen. Ja, also Schritt 1, da kann ich jetzt leider jetzt nicht zurückgehen, aber ich kann Ihnen sagen, was Schritt 1 war. Das war die Planung. Vielleicht können wir zum Schluss nochmal darauf zurückkommen. Das heißt, ich muss genau wissen, was mein Ziel ist, wer meine Kursteilnehmer sind und wie viel Zeit ich zur Verfügung habe. Also ganz kurz zusammengefasst zu Schritt 1. Und ich gehe jetzt auch schon weiter. Ich schaue jetzt nochmal in den Chat. Whiteboard bei Zoom ist nicht so gut zu benutzen. Es hakt etwas. Ja, da gibt es auch außerhalb des Klassenzimmers. Sie können auch Whiteboards außerhalb des Klassenzimmers nutzen. Allerdings, da ist Vorsicht, ein bisschen Vorsicht geboten, weil das müssen Sie vorher mit Ihren Kursteilnehmern üben, wenn Sie das Klassenzimmer verlassen. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, wer welche Geräte zur Verfügung hat. Viele haben nur ein Smartphone. Dann wird es sehr, sehr schnell ein bisschen problematisch. Dann wird es ein bisschen zu viel. Gut, wir sind immer noch bei Schritt 3. Und okay, also wir haben jetzt die Phasen, die Schritte kurz besprochen. Und jetzt möchte ich noch Sie darauf aufmerksam machen, worauf Sie noch achten sollten. Vor allem beim Lernformat. Online ist es ein bisschen schwieriger, die Kursteilnehmer bei der Stange zu halten, aber nicht unmöglich. Und ich kann unterschiedliche Interaktionsteile einsetzen. Dabei, das muss ich natürlich vorher überlegen. Also welche Art und welche Unterrichtsform oder welche Sozialform ich einsetzen möchte. Dabei ist das Wichtigste, dass ich den Ball die ganze Zeit beim Lernen, also nicht die ganze Zeit, das stimmt nicht, dass ich den Ball möglichst
viel beim Lernen halte. Das heißt also, dass die Lerner möglichst viel Zeit für Interaktion haben. Was kann das sein? Sie können Energizer einsetzen. Also wenn Sie merken, so die Aufmerksamkeit, die lässt nach und wir haben jetzt ist schon unsere zweite oder womöglich auch dritte oder vierte Stunde, dann können Sie einen Energizer einsetzen. Entweder steht auf, bewegt euch, irgendwas mit Bewegung machen. Oder aber, wenn Sie merken, oh, die Gruppe ist jetzt sehr, sehr aufgewühlt, dann können Sie natürlich auch einen Tranquilizer einsetzen. Was kann das sein? Einfach mal vielleicht kurz die Augen schließen und versuch mal ja, nachzuspüren, wann eine Minute vorbei ist oder wann 20 Sekunden vorbei sind. Oder ich versuche mal im Buch zu blättern und höre ganz genau zu und sage mir, wie viele Seiten ich jetzt geblättert habe. Also das wären so einfach ja, vielleicht zwei Beispiele dafür, wie ich Konzentration nochmal herstellen kann und wie ich vielleicht die Kursteilnehmer ein bisschen beruhigen kann und nochmal mich ja, darauf vorbereiten kann, vielleicht noch die letzten Reserven für die Konzentration noch bereitzustellen. Ja, Umfragen, Quiz haben wir auch schon erwähnt. Die Gestaltung miterleben lassen, dafür eignet sich das Whiteboard wunderbar, aber auch der Chat. Dann Mikrofon und Kamera immer wieder aktivieren lassen. Das ist ja auch oft so, dass wir ja auch durchaus, wenn wir etwas präsentieren, dass wir auch darum bitten, okay, schaltet bitte jetzt eure Mikrofone und eure Kameras aus. Und dann bleibt man dann auch so. Und man kann auch immer wieder die Kursteilnehmer aber auch wirklich gezielt darauf ansprechen, auch direkt ansprechen. Ja, schalte mal deine Kamera ein oder dein Mikrofon ein oder ich stelle einfach mal eine Frage und sage gar nichts dazu. Dann muss der Kursteilnehmer natürlich auch das Mikrofon einschalten. Das heißt also wichtig dabei, die Kursteilnehmer bei der Stange halten, weil online ist natürlich, was haben wir denn da? Online ich komme gleich auch dazu, dass ja, die Aufmerksamkeitsspanne, die ist viel kürzer und deswegen ist diese Gefahr der Multitasking da. Wenn ich die Interesse nicht hochhalte oder wenn mich nicht so interessiert, was gerade im Unterricht passiert, dann kann ich auch was anderes machen. Viel eher, das merke ich im Präsenzunterricht natürlich ja, viel, viel einfacher, viel leichter, im Online-Unterricht nicht wirklich. Ja, auch noch ein wichtiger Punkt, worauf ich noch achten muss. Sicherheit, Stichwort Sicherheit an Bord. Es kann sein, dass ich ja in Turbulenzen komme, in ein Luftloch gerate. Und die Frage ist, was mache ich denn dann? Da hilft wiederum wieder eine Checkliste sehr gut. Was tue ich jetzt? Wenn ich jetzt sage, ja, meine Damen und Herren, das rechte Triebwerk brennt, aber keine Panik, wir haben alles unter Kontrolle. Möchten Sie vielleicht noch ein Getränk? So gelassen kann ich natürlich nur sein, wenn ich auch weiß, worauf ich mich vorbereiten muss. Sie haben also diejenigen, die schon unterrichten, also online unterrichten, die könnten ganz bestimmt einiges erzählen. Stellen Sie also gerne auch Ihre Geschichten in den Chat. Was Ihnen alles schon im Online-Unterricht passiert ist an ja, Turbulenzen oder an technischen Pannen, wenn Bild vorhanden ist, aber kein Ton. Was kann ich machen, wenn es umgekehrt der Fall ist? Wenn der Ton da ist, aber kein Bild. Das ist noch vielleicht nicht so schlimm. Wenn ich den Kursteilnehmer höre, dann ist es super. Manche Übungen lassen das gleichzeitige Öffnen der Kameras vieler Teilnehmer nur schwer zu, ebenso auch bei Mikros, richtig. Also manche Umgebungen, da darf man nur eine bestimmte Zahl von Mikros und Kameras aktivieren. Und das ist dann auch sinnvoll so, weil wenn alle plötzlich sprechen, dann entsteht auch wieder ein Chaos. Okay, gut. Dann schlechte Übertragungsqualität, was kann da helfen? Ständiger Abbruch der Internetverbindung. Manche Teilnehmer konnten sich gar nicht erst einloggen. Das frustriert sehr. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das unterbricht einfach auch den Unterrichtsverlauf und da geht die Motivation dann auch natürlich nach unten. Nicht nur unsere Motivation, sondern auch die Motivation der anderen Kursteilnehmer. Audioqualität ist oft schlecht, wenn alle die Kamera anhaben. Richtig, da ist die Bandbreite enorm strapaziert. Deswegen oft
besser die Kameras einfach ausschalten und nur die Mikros anhaben oder die Mikros anschalten, wenn ich zu Wort kommen möchte, wenn ich etwas sagen möchte. Da kommt eine Frage, die würde ich gerne zum Schluss beantworten. Was ist Ihrer Meinung nach die geeignete Online-Klassengröße für 5., 6. Klässler? Wie viele Schüler maximal? Sollte ich die Frage vergessen? Bitte kommen Sie nochmal mit der Frage zum Schluss. Die würde ich gerne nochmal beantworten. Ich bitte darum, sich irgendwo anders in den Raum zu setzen. Ja, auch. Richtig, gut. Vielleicht klappt das woanders. Internetverbindung nur mit LAN-Kabel, sonst eher Unterbrechungen, richtig? Kommt sehr, sehr oft vor. Super, super Tipp. Ich suche mir am Anfang einen Technikexperten, der dann im privaten Chat Tipps gibt. Klasse, klasse, sehr gut. Teilnehmer wollen leider ihre Kameras nicht einschalten. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, das kann ich natürlich bedingt beeinflussen. Also ich kann jetzt sie natürlich nicht dazu zwingen, die Kameras einzuschalten. Das ist schade. Ich hatte sogar im Einzelunterricht jemanden, der die Kamera nicht einschalten wollte. Da bin ich trotzdem mit einem guten Beispiel vorangegangen und ich habe meine Kamera immer aktiviert gelassen. Man spricht letztendlich nicht so gern zu einem schwarzen Bildschirm. Ja, meine Teilnehmer sind immer sehr geduldig und wissen meistens besser als ich, was zu tun ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, denke ich. Also ich denke, wir denken auch oft, oh, 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 das war jetzt bei einer technischen Panne besonders schlecht, besonders schlimm. Teilnehmer sind auch geduldig, weil sie wissen, dass das natürlich eine ganz neue Situation ist. Auch für sie ist das eine neue Situation und sie sind auch geduldiger. Das sieht auf der anderen Seite ein bisschen anders aus, wie jetzt in unserem Fall, wenn wir da schnell reagieren müssen. Ja, okay, gut, dann gehe ich jetzt erstmal weiter und komme noch zu der Intensität, das, was ich auch schon ja, versprochen habe, dass ich gleich dazu kommen werde. Fakt ist, glaube ich, dass da sind wir uns vielleicht einig, dass online definitiv intensiver ist als Präsenzunterricht. Sei es darum, weil es ganz neu für mich ist, oder sei es darum, weil ich auf so viele Sachen achten muss. Das ist eben ein wichtiger Punkt, dass diese Reise, die ist intensiver. Es gibt eine Faustformel, also es gibt dazu keine konkrete Quelle, das ist einfach unter Online-Trainer diese Faustformel, dass 60 Minuten Präsenzunterricht ungefähr 90 Minuten Online-Unterricht entspricht. Das heißt also, ich brauche im Online-Unterricht viel mehr Zeit dafür, was ich im Präsenzunterricht Zeit brauche. Also im Präsenzunterricht habe ich das in 60 Minuten möglicherweise, im Online-Unterricht brauche ich dafür 90 Minuten. Das heißt aber nicht gleich, okay, dann reduziere ich einfach mal die Stunde auf 60 Minuten, dazu komme ich auch gleich nochmal, sondern, also das heißt, wie gesagt, eben höhere Konzentration erforderlich und das stellt auch eine höhere Anforderung sowohl an die Lehrkraft als auch an die Teilnehmer. Also das ist jetzt nicht so, dass nur wir komplett fertig sind am Ende, sondern auch unsere Teilnehmer dann auch ziemlich erledigt sind sozusagen. Ich habe hier noch ein Bild für Sie gezeichnet. Ich habe versucht, diese Dynamik vom Online-Unterricht irgendwie bildlich darzustellen. Es ist so, dass, also wir haben ja gesagt, online ist intensiver, das hat eine andere Dynamik. Da brauche ich kleinere Intervalle, gerade deswegen, weil ich eben die Aufmerksamkeit aufrechterhalten muss und weil die Aufmerksamkeitsspanne eine viel kürzere ist. Und im Präsenzunterricht kann ich auch mit höheren Wellen reiten, sozusagen. Die Aufmerksamkeitsspanne lässt im Online-Unterricht schnell nach und da sind eben Ablenkungen eher möglich, wie ich das auch schon gerade eben angesprochen habe. Im Klassenzimmer fällt es sofort auf, also im Präsenzunterricht. Ich kann diejenigen dann auch ansprechen, aber im Online-Unterricht funktioniert das ein bisschen anders. Und da fragt jemand, kann man das nachlesen? Gibt es eine Studie dazu? Wozu genau? Ich versuche das jetzt zu eruieren.
Online-Unterricht hat nur ein Viertel der Effektivität wie Präsenzunterricht. Okay, das bezieht sich dann wahrscheinlich auf diese Aussage. Okay, gut. Ja, also ich habe jetzt noch mal eine Frage. Mich interessiert, was Sie meinen, wenn wir schon bei Dynamik sind. Ich habe hier eine Frage an Sie wieder. Was glauben Sie denn? Wie häufig sollten denn Interaktionen im Online-Unterricht stattfinden? Also 5 Minuten, 10 Minuten oder alle 15 Minuten oder so oft wie möglich. Also wenn ich jede Minute die Möglichkeit habe, dann alle 2 Minuten möglicherweise. Okay, das ist noch, sieht, also gut ausgewogen kann man nicht sagen, weil 10 Minuten die Antwort, die dominiert bis jetzt, so oft wie möglich, alle 10 Minuten. Okay. Gut, ja. Ich komme dann auch gleich noch mal zur Auflösung. Vielen Dank für Ihre Antworten. Dankeschön. Gut, und ich löse das Ganze auf. Das sind insgesamt, also man sagt, 4 bis 7 Minuten Input am Stück sollten erfolgen, also maximal 7 Minuten, aber das ist wirklich schon das Äußerste, um die Aufmerksamkeitsspanne auch wirklich hochzuhalten, um die Aufmerksamkeit hochzuhalten. Und da komme ich nochmal zum Thema zurück, wo ich gemeint habe, da ist nicht einfach möglich, eine didaktische, also einfach denn sagen, okay, ich nehme dann einfach 60 Minuten und ja, dann reduziere ich einfach mal so für die Stunde den Stoff, sondern da ist auch eine didaktische Reduktion auch nötig. Das heißt, das bedeutet ein bisschen auch, wenn ich sehe, also ich muss irgendwie meine Kursteilnehmer auch trotzdem lesen oder ja, hören können im Online-Unterricht. Und wenn ich sehe, okay, das ist jetzt eindeutig zu viel, auch was die Zeit betrifft und auch was die Intensität, dann kann ich einfach eine Frage oder zwei Aufgaben einfach überspringen und möglicherweise in der nächsten Stunde behandeln. Noch besser ist es, wenn ich generell darauf schauen kann, was ist unbedingt nötig im Kurs? Was muss ich unbedingt haben? Was müssen wir unbedingt haben, um das Ziel zu erreichen? Und wie wenig sozusagen kommen wir denn klar im Unterricht? Und ich empfehle auch immer wieder, Stillarbeitsphasen zu ermöglichen, weil da kann ich mich auch noch mal ein bisschen entspannen. Da kann ich vielleicht auch mal eine Aufgabe analog lösen. Und das ist noch mal vielleicht eine andere Art an Interaktion, wenn ich Einzelarbeit aktiviere und dann wieder ja, in die Gruppe die Kursteilnehmer zurückholen. Gut. Also, wir haben bis jetzt über didaktische Reduktion gesprochen. Wir haben über Dynamik gesprochen und wir haben darüber gesprochen, dass online intensiver ist als im Präsenzunterricht zu unterrichten. Ich möchte Ihnen noch eine Sache zeigen, was auch ebenso wichtig ist, wenn ich meinen Unterricht plane und wenn ich im Online-Unterricht bin. Und da möchte ich Sie einladen, mitzumachen. Sie werden gleich einige Formen sehen und Ihre Aufgabe ist, alle Formen, die Sie auf der Folie sehen, zusammenzuzählen. Und ich zeige Ihnen jetzt die Folie und drücke bei mir einfach auf Start und bin gespannt und ich bitte Sie auch, dass Sie einfach die Zeit stoppen, wie lange Sie jetzt brauchen, diese Formen zusammenzurechnen, zusammenzuzählen. Okay, ich denke, das hat so mehr oder weniger jetzt geklappt. Und merken Sie sich einfach, wie lange Sie gebraucht haben, um diese Formen zusammenzuzählen. Und jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere Folie. Und da haben Sie die gleiche Aufgabe, die Formen zusammenzuzählen. Das ist die andere Folie. Und ich stoppe wieder die Zeit.
Und ungefähr jetzt, denke ich, sind Sie auf ein Ergebnis gekommen. Und vielleicht können Sie die zwei Vorgehensweisen auch vergleichen. Und vielleicht sehen Sie dann auch gleich, aha, bei der zweiten Folie habe ich ein bisschen weniger Zeit gebraucht, um die Formen zusammenzuzählen. Warum war das so? Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass Überblick und Struktur auch im Online-Unterricht sehr wichtig sind. Vielleicht noch wichtiger als im Präsenzunterricht. Das heißt also, ich muss mich immer wieder fragen, und ich sollte das vielleicht auch vor Augen führen, auch im Online-Unterricht für meine Kursteilnehmer, wo sind wir gerade? Woran arbeiten wir gerade? Was haben wir denn schon gemacht und was kommt noch? Das ist ja auch so, dass man, wenn man Langstrecke fliegt, dann bekommt man auch so schön auf dem Bildschirm dargestellt, wo wir uns gegenwärtig befinden, welche Strecke haben wir schon hinter uns und was kommt noch und wann kommen wir im Ziel an. Genauso können Sie sich das auch im Unterricht vorstellen. Vielleicht mal ein bisschen rauszoomen und aus der Vogelperspektive darauf schauen, was wir bis jetzt gemacht haben und was jetzt noch kommt. Ja, also vielleicht auch ein bisschen wie eine Reiseleitung. Also wir fliegen über Budapest, links sehen Sie die Margareteninsel, rechts den Galliardberg und wir kommen dann und dann in unserem Reiseziel an. Ja, also Überblick und Struktur sind sehr, sehr wichtige Stichworte, auch im Online-Unterricht. Außerdem, was noch ganz, ganz wichtig ist, vor allem bei größeren Gruppen, Pünktlichkeit. Ich muss also vorher vielleicht mit meinen Kursteilnehmern besprechen, also was das denn ausmacht, wenn sie sich verspäten, wenn sie nicht pünktlich zum Unterricht kommen. Da muss ich nämlich genauso wie im Präsenzunterricht, man kann sich vielleicht so vorstellen, die Tür ist abgeschlossen, ich muss jedes Mal die Tür aufmachen, ich muss jedes Mal auch den Unterricht neu starten. Und dieses verspätete Kommen, das stört Sie, weil Sie dann immer wieder neu anfangen müssen, weil Sie aus dem Konzept geworfen werden und auch für die anderen Kursteilnehmer die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt. Der Start verzögert sich und die Aufmerksamkeit sinkt gleich zu Beginn. Das ist natürlich nicht sehr optimal. Ja, ein Reisebus kann vielleicht warten, der Flieger wartet nicht. Das heißt, auch der Unterricht kann auch und sollte auch pünktlich beginnen. Das lohnt sich, glaube ich, auch vorher klarzustellen. Ja, langsam verlassen wir auch unsere Reiseflughöhe und wir nähern uns dem Ziel. Ich habe jetzt noch als Schritt 4 die Nachbereitung als Thema, denn das ist ja auch sehr wichtig. Wir sind jetzt im Ziel, im Unterricht angekommen und ich möchte natürlich auch gewährleisten, dass meine Kursteilnehmer dann auch an diesem Ziel bleiben und dass sie dann auch nach dem Unterricht oder außerhalb des Unterrichts dann auch noch das alles, was wir im Unterricht gelernt haben, nicht vergessen. Da stellen sich solche Fragen wie, wie kommuniziere ich mit meinen Kursteilnehmern außerhalb des Unterrichts? Habe ich denn eine Plattform? Habe ich ein Learning Management System möglicherweise, wo ich auch außerhalb des Unterrichts mit ihnen in Kontakt bleiben kann? Dann ist ganz bestimmt auch eine interessante Frage, wie bekommen meine Kursteilnehmer die Hausaufgaben? Wie stelle ich Unterrichtsmaterialien bereit? Sie sehen auf der rechten Seite im Bild die Cornelsen, die Page Player App vom Cornelsen Verlag, die eine sehr, sehr gute Möglichkeit dafür bietet, Hausaufgaben mit Hilfe der Smartphones zum Beispiel auszuführen. Und hier bekommen die Kursteilnehmer direktes Feedback, wie sie, also je nachdem, wie sie die Aufgaben gemeistert haben, welche Erfolge sie erreicht haben und erzielt haben. Also das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Ergänzung für den Online-Unterricht. Dann noch solche Stichworte, die auch neulich schon sehr, 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 sehr oft zu hören sind.
Was ist mit Mikrolernen? Was sind Learning Nuggets? Das sind ganz, ganz kurze Unterrichtseinheiten, ganz, ganz kurze Einheiten, die ich selbstständig erarbeiten kann, wo ich auch selbstständig in sehr kurzer Zeit Erfolge erreichen kann. Dann ist auch noch sicherlich eine wichtige und interessante Frage, wie gewährleiste ich die Lernerfolgskontrolle? Das ist übrigens das Thema der vom Teil 3 der Online-Webinarreihe. Und in Anführungsstrichen, wie funktioniert Kundenpflege? Wie kommuniziere ich mit meinen Kursteilnehmern, wenn es nicht unbedingt um Aufgaben geht, sondern wenn sie vielleicht auch andere Probleme, wenn sie andere Fragen haben, können sie, wie gehe ich mit diesem Thema Kundenpflege um? Ist das überhaupt meine Aufgabe? Wie erfolgt also die Kommunikation zwischen dem Kursteilnehmer oder zwischen den Kursteilnehmer und mir außerhalb des Unterrichts? Wir haben unser Reiseziel erreicht und ich hoffe, Sie hatten einen angenehmen Flug. Und ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie mitgemacht haben. Und ich freue mich, wenn wir uns noch im Teil 3 uns wiedersehen oder sonst in einem der nächsten Webinare beim Cornesen Verlag. Tschüss und auf Wiedersehen.